Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespielfreunde, zu Majesty. Wir starten gleich wieder auf die World Map, also auf die Kampagnenkarte. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, welche Mission wir, also welche Quest wir als nächstes machen. Wie gesagt, Deal with the Demon and Elven Treachery, die beiden schiebe ich mal nach hinten. Wir haben hier noch Slay the Mighty Dragon als Expertenquest. Da ist eine Secret Quest noch und da ist eine Secret Quest. Ich würde sagen, machen wir mal. Ja, versuchen wir mal es gegen die Goblin Horden. Dreadful news! Scouts from the frontier report that goblins have been seen heading this way in massive numbers. We must stem this dark tide before they overrun and utterly destroy the kingdom. I suggest you put out a call for heroes, as many as we can muster, to protect our village and keep this vile swarm at bay. I implore you to act quickly. The most recent sightings were not far from the village, and we are ill prepared for such an invasion. Ja, also Zeitdruck, wir werden überrannt. Wir können keine Ranger-Gilde bauen, das ist wieder schlecht. Aber wir werden es ja irgendwie hinkriegen, uns zu verteidigen. Deswegen gleich mal die Guardhäuser verbessern. Und einen Blacksmith bauen. Oh, wir haben's. Your Highness, we've improved the guardhouse. Your Highness, we've improved the guardhouse. Wir haben sogar zwei Unterstützungshelden hier. Also zwei. Wie heißt. Was sind das nochmal für Jungs? Ja, Warrior of Discord. Das sind wirklich harte Nahkämpfer. Your Majesty, a new building is complete. Ja, die Goblins greifen gerade die Magiergilde hier an. Wir sollten sie retten. Da kriegen wir ein bisschen Unterstützung. So, als nächstes gleich mal eine Gnome-Hütte. In the name of the Sovereign. Hi ho. Wenn ich sie finden würde. Oh, können wir gar nicht bauen. Gut. Das heißt, gleich mal Marketplace. Majesty, the local blacksmith offers new services. Und eine Diebesgilde. Gut, die Magier haben es geschafft, doch zu überleben. Wir jedoch werden gerade angegriffen. Und zwar ziemlich gut, deswegen rufen wir mal unsere Helden zurück, damit die unsere Schwede verteidigen. So, Marktplatz ist fertig. Your Highness, the elves wish to join our prosperous kingdom. Wir haben eine neue Nachricht. Sovereign, your marketplace now serves you better. Ja, die Magiergilde hat Gold gebracht. Wir werden hier ordentlich belagert gerade. In the name of the Sovereign. War ziemlich arg. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir das Goblin Camp da oben loswerden. So, Diebesgilde. Und wir bauen auch gleich einen Elfenbungalow. Zum Glück ist unser Palast von Anfang an Level 2, dass wir mehr Passanten haben.
get you. Leave my gold. Ja, nur sind unsere Rogues nicht so stark. Majesty, the local blacksmith offers new services. Sovereign, sehr schön. A building has been upgraded. Unser Marktplatz wird gerade geschliffen. Das ist auch wieder nicht so gut. Oh, nein. Your Highness, we've improved the guardhouse. Das Guardhouse auch bitte gleich mal improven. Okay, das Inn könnt ihr da unten ruhig angreifen. Das ist nicht so wichtig, das Inn. Call in the reinforcements, Your Majesty. In the name of the sovereign. So, hoffentlich ist das der Elfenbungalow bald fertig. Sovereign, a building has been upgraded. Your Majesty, ja, ist fertig. A building is complete. Sovereign, gut. A building has been upgraded. Jo, mehr Gold von der Magiergilde. Das ist gut. Wir könnten unsere eigene Magiergilde bauen. Wir könnten aber auch erstmal eine Statue hier irgendwo hinsetzen. Dann das Gebäude ausbauen. Da den Veteran noch erforschen. Ja, wir kriegen halt wirklich Welle um Welle von Goblins ab, solange Goblin Dents hier rumstehen. Your Majesty, a new building is complete. Your Highness, we've improved the guardhouse. Majesty, the local blacksmith offers new services. Die Magiergilde ist jetzt angreifbar. Leave my gold. My ambition has paid off. My ambition has paid off. So, den Marktplatz mal ausbauen. Bessere Armor erforschen. Also ja, hier geht's gerade wild zu, muss man sagen. Deswegen muss ich mich auch ein bisschen mehr konzentrieren heute gerade. Sovereign, a building has been upgraded. My ambition has paid off. So. Eine neue Reward Flag auf die da. Majesty, the local blacksmith offers new services. This will be a quick bit of gold. So. Protection Ring noch erforschen. Und dann sind wir eigentlich jetzt gerade mal ganz gut dabei gegen die Goblins. Sovereign, your marketplace now serves you better. Ich helfe auf jeden Fall der Magiergilde mal, indem ich dein Guardhaus baue. I serve with pleasure. Und einen Tempel von Daurus für Heiler. Die Helfen dürften sich eigentlich ganz gut gegen die Goblins anstellen. Klar, dass sich der Rogue jetzt gerade mit der Ratte anlegen muss. Oh, jetzt kommen auch schon die Trolle. Gut, wir wissen, wo da oben jetzt wieder Goblins sind. Your Majesty, a new building is complete. Your Majesty, a new building is complete. So, das ist gebaut worden, das ist gut.
Heiler ausbilden auf jeden Fall. Refreshing. Your Highness, we've improved the guardhouse. Verbessern. Guardhaus verbessern. Neue Reward Flags auf die beiden Sachen, dass die wegkommen. This will be a quick bit of gold. A threat. So, wir kümmern uns erstmal um die Sachen, die wir sehen können. Sovereign, a building has been upgraded. Und von wo aus wir wissen, dass Angriffe kommen. Also zum Beispiel auch aus dieser Richtung. Das sollte normalerweise auch Elfen ein bisschen anlocken. Solche Reward Flags. This will be a quick bit of gold. Sovereign. Ja. Sovereign. Die Elfen-Launch ist halt ein kleiner Nachteil. Weil das Geld, was die einnehmen, das wird eben nicht versteuert. Your Highness, we've improved the guardhouse. So, holen wir mal Market Day rein. Und graden auch die Schmiede auf die letzte Stufe ab. Da ist das Goblin Camp, von wo aus sie da oben aus angreifen. Also lassen wir da mal ordentlich draufhauen. Ah, Heiler können sich zum Glück selber heilen, einigermaßen. Wie sieht's eigentlich so aus mit meinen Helden? Sieht alles gut aus? Ja. So. Ja. What a delicious night. Von da unten kommen auf jeden Fall noch Gegner. Der Goblin Champion hat keine Chance gegen unseren Warrior of Discord. Das ist übrigens, solche Jungs sind auch der Grund, warum Warrior Guilds so teuer werden. Weil theoretisch bräuchte man eine zweite Warrior Gilde, um solche auszubilden. Wenn man die erste erstmal mit Kriegern vollgestopft hat und die nicht sterben. Wie jetzt zum Beispiel. Da ist ein Elf gestorben. Wir haben keine Resurrection, sonst könnten wir ihn einfach wiederbeleben. Ja, deswegen schalten wir die Resurrection einfach mal frei. Ja. Sovereign, a building has been upgraded. Das wurde schnell geupgradet, gut. Erforschen wir mal den Teleportationsring noch und hier die beiden Rüstungssachen. Im Augenblick haben wir ja gerade ziemliche Ruhe hier. Setzen wir mal hier und hier zwei neue Explorer Flex. Some good could come of this. Sovereign, your marketplace now serves you better. I must find a haven. Damit wir Majesty, the local blacksmith offers new services. Was entdecken können. So, Market Day. Gerade im Augenblick. Ja, die Schurken gehen aufdecken und kassieren Geld. Nobody wants this.
Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal ein weiteres Goblin-Lager gefunden. Majesty, the local blacksmith offers new services. Das hier ist jetzt gerade auch nicht so gut. Das war meine Statue. Die ist zum Glück nicht so teuer. Die können wir einfach woanders wieder aufstellen. Wichtig ist eher, dass wir die Goblin... Oh, da sind wieder Goblin-Angriffe. So, noch eine Reward Flag hier. Okay, da ist noch ein Goblin-Camp zum Zerstören. Und da oben wird garantiert auch noch irgendwo was sein von den Goblins. Ja, man merkt, die Mission ist advanced. Es geht viel vor sich. Ja, die ballern alle auf das Goblin Camp. Da kommen auf jeden Fall auch noch Goblins her. Und da attackieren die Elfenlodge. Reißt sie ruhig ein. Oh, neuer Brief. Oh, die Goblins hören jetzt Trolle an. Das ist nicht so schön. Und dann geben wir mal neue Explorer Flex raus. Ein paar. Auch wenn von hier unten gerade Ruhe ist.